Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Warum muss ich immer an meine Hand klatschen, wenn ich ein Video beginne? Heute soll es um ein Live-Update gehen, so sage ich das jetzt mal. Ihr fragt mich so oft auf Instagram, wie es mir geht, was ich jetzt vorhab, wie es jetzt aussieht mit der Ausbildung, wie mein Essverhalten ist und ja, allgemein, was ich von Corona halte und sonst was. Und ich denke, ich hoffe, ich kann eure Fragen jetzt in diesem Video beantworten. Und ja, dann, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo es darum geht, dass ich gekündigt wurde, dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Ich hoffe, diesmal habe ich es richtig gezeigt. Und ja, dann geht es jetzt auch los. Und wir fangen auch direkt an mit der Ausbildung. Ja, die Ausbildung ist jetzt schon ein paar Monate vorbei. Ich glaube, ich war im November das letzte Mal und jetzt haben wir ja schon März. Das ist schon krass, wie schnell die Zeit auch wieder vergangen ist. Und ich muss sagen, mir geht es jetzt nicht mehr so schlecht. Also ich hatte ja schon ziemlich Probleme, weil ich mir dachte, ja, ich war stolz darauf, eine Ausbildung zu haben und ich hatte halt eine Tagesstruktur und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie mir noch viele Gedanken darüber mache, weil mehr oder weniger habe ich halt auch eine Tagesstruktur jetzt. Also auch dank Robert so ein bisschen. Ich meine, ich orientiere mich natürlich auch daran, wann er arbeiten geht und ja. Aber sonst finde ich, tut mir das erstmal gut, dass ich jetzt wieder nichts habe, in Anführungsstriche nichts. Also klar, ich habe mich, ich beschäftige mich mit mir selber. Ich mache jetzt auch, ja, ich schneide Videos, wie gesagt, das wisst ihr ja auch. Ich schneide aber auch andere Videos und ja, es ist jetzt nicht übelst krass. Ich habe jetzt noch keine Arbeit, aber das Ding ist halt, ich habe den Rentenantrag laufen und es ist immer noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Den habe ich ja am 12.12. habe ich den gestellt. Ja, und darauf warte ich halt jetzt noch. Und bis das nicht irgendwie abgesegnet wurde oder sonst was, kann ich halt leider auch noch nichts machen. Das hat ja auch alles was mit Krankenversicherung zu tun und so weiter. Ja, jedenfalls sieht es jetzt in dem Falle so aus. Jetzt ist es natürlich so, wegen Corona, dass man jetzt nicht mehr so viel rausgehen kann, nicht mehr so viele Leute treffen kann. Ich habe aber angefangen, wieder Leute zu treffen, bevor das jetzt so eskaliert ist, sag ich jetzt mal in Deutschland. Ich habe mich mal wieder mit meinem Bruder getroffen und mit ein paar Freundinnen. Also ich bin schon ein bisschen offener geworden, was das angeht, aber ich muss schon sagen, dass ich den letzten Monat war ich irgendwie sehr antriebslos. Ich hatte irgendwie nicht mal mehr Lust, meine Wohnung zu putzen oder aufzuräumen, was eigentlich immer was ist, was mir Spaß macht. Nicht mal darauf hatte ich Lust. Also ja, so ein bisschen antriebslos war ich. Und ich meine, allgemein so körperlich fühle ich mich halt jetzt nicht so, also ich fühle mich jetzt nicht so fit und energisch. Wobei wir wieder beim Sport waren. Ich war ja Anfang des Jahres krank. Also ich war schon dreimal krank jetzt, also erkältet. Keine Sorge. Ja, wir haben dann wieder angefangen mit Sport und das war auch richtig toll. Jetzt sind die Fitnessstudios wieder zu. Das finde ich natürlich auch berechtigt, aber ich finde es natürlich auch schade, dass jetzt die Fitnessstudios zu sind, aber man kann ja auch zu Hause Sport machen und ja, ich gebe mir halt auch Mühe, ein bisschen zu Hause was zu machen. Und genau, das ist erstmal jetzt zu dem, was jetzt im Hier und Jetzt passiert. Ja. Kannst du das leiser machen? Schatzi? Schatzi? Ich hoffe, man hört das jetzt auf dem Video nicht. Ja, jedenfalls ist das so viel dazu. Und ja, was jetzt mein Essverhalten angeht, ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ihr wisst ja, ich hatte in der Ausbildung das Problem, ich habe wieder viel gegessen, es war wieder Binge-Eating-mäßig, ich habe mich erbrochen. Jetzt die Zeit danach, Anfang des Jahres, war es genau das Gleiche, beziehungsweise sogar noch schlimmer, gerade weil ich dann halt wieder auf diesem Nichts stand. Ich hatte nicht wirklich eine Beschäftigung, ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich sinnlos gefühlt, ich habe mich wertlos gefühlt. Ich habe irgendwie auch die Entscheidung, also ich habe es ja nicht selber entschieden, ich wurde ja gekündigt, aber ich habe es halt irgendwie auch bereut, dass ich dann die Ausbildung nicht mehr gemacht habe. Ich bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass die Ausbildung allgemein nichts für mich gewesen wäre, weil in einem medizinischen Bereich zu arbeiten, wenn man gerade mal vor einem Jahr, naja, fast zwei Jahren auf der Intensivstation war und fast gestorben wäre, das ist halt einfach nicht das, was ich machen sollte. Das passt halt einfach nicht. Das triggert viel zu viel und
es waren halt sowieso von allen Seiten war halt schon viel Kritik und haben so gesagt, ja, nee, mach das nicht und so. Ich war auch so, ich mach's nicht, aber dann habe ich es doch gemacht. Wie dem auch sei, zurück zum Essverhalten. Es ist besser geworden, weil ich eingesehen habe, dass es mir nicht gut getan hat und weil ich mir noch bewusster darüber bin, dass ich gesund werden will. Und ich merke und ich weiß, dass ich das nicht schaffe, wenn ich so ein hohes Stresslevel habe, wie ich das jetzt in der Ausbildung hatte. Und ich doch schon ziemlich anfällig noch bin für Stress und so weiter. Aber ich würde jetzt behaupten, so seit circa 3-4 Wochen geht es wieder besser. Also ich kann mit Robert ganz normal essen. Ich kann sogar bei Robert jetzt auch andere Sachen essen. Ich esse bei ihm nicht mehr zu wenig. Ich esse alles, worauf ich Lust habe, sage ich jetzt mal, aber im Maß und gesund. Es ist natürlich noch nicht so viel, was ich jetzt esse, aber ich meine jetzt von dieser Vielfalt her, aber ich esse mit ihm von der Menge her, von den Kalorien her viel mehr wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich es ja höchstens geschafft, bei ihm 500 Kalorien zu essen und jetzt esse ich halt meine 1800 bis 2400. Das ist auch scheißegal, von jedem von euch ist der Kalorienbedarf anders. Orientiert euch daran nicht, aber es ist schon ein bedeutender Unterschied. Wenn ich alleine bin, habe ich zwar schon Phasen, dass ich dann halt noch mal ein bisschen mehr esse, aber es ist doch schon ziemlich runtergegangen. Also so eine Essattacke oder so hatte ich ja sonst 5-mal in der Woche mit Abbrechen und jetzt vielleicht 2-mal im Monat. Und sonst esse ich halt vielleicht ein bisschen mehr wie sonst, aber es ist jetzt nicht drastisch. Ich muss aber auch sagen, dass mir das halt irgendwie auch einfacher fällt, weil ich Netflix gerade gucke. Ich habe halt jetzt eine Serie angefangen und ich habe einfach gemerkt, ich habe früher, vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen, habe ich mir halt immer auf YouTube diese ganzen Food Diaries angeguckt und diese Food Challenges und das hat mir einfach nicht gut getan. Oder Food Neuheiten oder What I Eat in a Day oder irgendwelche Fitness Vlogs oder sonst irgendwas, das hat mir nicht gut getan. Das hat mich einfach getriggert zu essen. Also ich habe gemerkt, ich darf mir sowas nicht mehr angucken, irgendwie auf YouTube, wie irgendwelche Leute essen oder irgendwas mit Essen. Ich darf einfach nichts mit Essen zu tun haben und ich darf auch eigentlich nicht essen, wenn ich was gucke. Aber ich merke, wenn ich Serien gucke, dann ist da nicht so viel in meinem Kopf drin und ich denke mir so, oh, ich muss das essen und ich muss dies essen und so, weil dann gucke ich diese Serie. Und dann esse ich halt was, wenn die erste Folge vorbei ist oder so. Und dann habe ich so einen gewissen Abstand durch diese Serie, diese 45 Minuten, wie eine Folge meistens ist, wo ich dann halt erstmal Zeit habe, satt zu werden, beziehungsweise meinem Körper die Chance zu geben, mir ein Signal zu geben, hey, du bist jetzt satt und du brauchst nichts mehr. Das hilft mir. Und ich spiele auch wieder öfter Gitarre tatsächlich und ich tanze auch gerne, beziehungsweise tanzen. Ich kann nicht tanzen, aber ich springe ein bisschen rum. Also ja, es sind schon Sachen, die ich jetzt lieber mache und gerne mache und genau. So viel zu dem Essverhalten. Also falls ihr das auch macht mit diesen ganzen Videos, ich glaube, das machen so viele Essgestörte, gerade Anorexie-Patienten oder Bulimie-Patienten, dass sie sich irgendwie Essensvideos anschauen. Das ist irgendwie total weird. Ja, genau. Ich glaube, ich habe das Wichtigste jetzt gesagt. Was ich von Corona halte, ich will mich nicht wirklich dazu äußern. Ich kann das schon bald nicht mehr hören. Das ist wichtig, ja. Aber auf meinem Kanal muss ich jetzt nicht unbedingt das ausweiten. Ich kann dazu nur sagen, bleibt zu Hause. Versucht euch nicht mit so vielen Menschen zu treffen. Nur mit den Leuten, die zu eurem Haushalt gehören, mit denen ihr eh zusammen wohnt. Und genau. Ich hab schon Respekt davor, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst hätte. Und mir jetzt denke, boah, ich gehe nicht mehr raus und ich habe total Angst vor Leuten und ich nehme jetzt den Abstand und so. Klar, ich habe Respekt davor und ja, es triggert bei mir irgendwie auch Panikattacken, aber es ist noch nicht dazu gekommen, weil ich lasse das halt nicht so an mich ran. Weil ich habe hier meine Wohnung, ich habe Robert und ja, das ist auf jeden Fall alles, was ich erstmal brauche und den Sport, den kann man irgendwann wieder machen. Fitnessstudio macht irgendwann wieder auf und an die Ostsee fahren ist jetzt leider auch flach gefallen, aber ja, dann fährt man halt einfach später zur Ostsee. Dann ist das so. Wir machen uns hier eine schöne Zeit und ich hoffe, das macht ihr euch auch. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Lasst euch davon nicht triggern. Ihr bleibt zu Hause, weil es wichtig für eure Gesundheit ist. Ihr müsst keine Angst haben. Beschäftigt euch mit euch selber. Versucht herauszufinden, warum will ich essen? Was macht das jetzt so schlimm? Vielleicht ist es ja auch positiv, dass ihr jetzt zu Hause seid und
nicht negativ in dem Sinne von, oh, ich habe keine Zeit, ich komme nicht mehr nach draußen, ich fühle mich eingeschränkt, ich habe Panik, ich muss essen, ich muss kotzen, ich muss hungern oder sonst irgendwas, sondern es ist jetzt eine Phase, die wird auch irgendwann enden und die hat nichts mit eurem Essverhalten zu tun. Nichts. Und die Ursache von eurer Essstörung, die liegt viel tiefer und viel weiter in der Vergangenheit, als dass sie jetzt in dieser Gegenwart irgendwelche Präsenz hätte, dass sie jetzt eure Essstörung negativ wieder beeinflussen muss oder triggern muss. Also seid euch dessen bewusst und versucht das halt eher so zu sehen, dass die Dinge jetzt anders sind, dass das jetzt wirklich einen Grund von außen hat, warum ihr zu Hause seid und nicht, weil ihr schlecht seid, weil ihr nichts wert seid oder sonst irgendwas. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, ich hoffe, euch hat das irgendwie geholfen, euch hat es interessiert oder sonst irgendwas. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, beziehungsweise keins mehr verpassen wollt. Und ja, bleibt gesund. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, ihr seid gut so, wie ihr seid und schön so, wie ihr seid. Tschüss.